gar nicht gebrauchen. Ja, oh, so ging das hier. Hallo. Hallo. So, jetzt habe ich nämlich eine neue Spitzhacke. Eine steingebundene Spitzhacke, die lässt sich jetzt nämlich auch wieder reparieren. Soll ich dir auch mal sowas basteln? Ach, Kacke. Hab ja keine. Ey, jetzt habe ich ja die ganze Kohle verloren, als ich eben abgekratzt bin. Kann sein, ja. Ich hatte irgendwie 57.000 Kohle oder so. Aber das ist natürlich dann echt ungut. Mindestens. So. Die stehen jetzt in der falschen Reihenfolge hier. So. Komm mal ran auf den Meter, bitte. Ich? Ja. Oh nee, ich bin gerade hier runter, jetzt kann ich wieder hochlaufen. So, wenn du jetzt hier dran gehst. Wo? Hier, der Basteltisch. Ach nee, das war schon richtig rum. So, warte, ich muss hier einmal wieder umstellen. So, Basteltisch, wenn du da rechts. Das ist der mit der Birke? Ja. Dann hast du links die Schablonen. Hab ich was? Links hast du Schablonen. Aha. So, die ziehst du in eins von den beiden viereckigen Feldern, zum Beispiel Pickaxe. Und kannst dann rechts daneben Kabel machen. Und das machst du dann mit allen Schablonen, die da jetzt drin sind. Genau. Jetzt krieg ich hier Stein. Steinverbindung. Genau. Du brauchst einmal die Verbindung. Guck mal, das kannst du an dem links daneben, kannst du mal gucken. Wenn du da rechts klickst und dann auf eins von den Werkzeugen gehst, wird dir immer angezeigt, welche Teile du dafür brauchst. Die müssen halt immer aus demselben Material sein. Zum Beispiel komplett Stein. Hä? Verstehe ich nicht. Guck mal. Hier. Werkzeugstation. Da ist rechts jetzt hier. Das Dunkle hier. Ja, das Dunkle in der Mitte. Dann rechtsklick machst. Da hast du ja links hier Spitzhacke, Schaufel, Axt. Und hast du nicht gesehen. Aha. Und Schüssel und. Ja. Und wenn jetzt zum Beispiel auf die Pickaxe gehst. Mhm. Wird dir angezeigt, welche Parts du dafür brauchst. Also Pickaxe, Head, Toolbinding, Handle. Mhm. So, müsste halt aus demselben Material sein und die machst du an dem rechts daneben, was du mit der Birke meintest. Da musst du halt die Schablone nehmen, Toolbinding Pattern, also die Verbindung, die brauchst du. Musst halt die Verbindung und den kleinen Stein da rausnehmen. Dann brauchen wir genau den Pickaxe-Korb und Toolrod Pattern. Ne, das andere. Nicht. Das ist Tool-Pattern. Das andere war Tough-Tool-Pattern und das klappt nicht. Ja gut. Und dann gehst du halt, wenn du alle drei hast, gehst du wieder links an den dunklen Tisch. Was ist der, was brauche ich als untere? Hm. Ich hasse denn jetzt alle? Ich habe jetzt diesen Spitzhackenkopf. Ja, die Verbindung. Tool-Rod-Pattern. Ja, Tool-Binding und, ja, genau. Und das X oder was? Das X, eine von den beiden Stangen, ich weiß es gerade nicht mehr welche, und den Kopf. Du hast halt jeweils eins von. So, und das füge ich dann wo? Ah ja, hier. Hä? Hä? Nee, da. Achso, nee, du musst erst auf die Spitzhacke klicken, so. So, und jetzt hast du das Ding. Und die kannst du halt auch immer wieder reparieren. Die geht nie ganz kaputt. Nee, die kannst du dann halt nicht mehr benutzen, wenn der Balken durch ist, aber sie verschwindet nicht, sondern kannst immer wieder dahin rennen und die reparieren. Ach cool, dankeschön. So, und für Eisen und so müssen wir halt den Hochofen bauen. Mit Eisen? Nee, für Eisen. Damit wir das auch mit. Ja, genau, damit wir das auch mit Eisen und so machen können. Da gibt's noch ein paar krassere Materialien. Hatte ich hier eigentlich das neue Karach-Karach-Karach-Album gegeben? Ist hier Dings ist not Fairy Tale. Jawohl, hast du. Gut. Achso, die Schablonen bitte immer wieder in die Kiste rein, weil dann kann man die Sachen. Hab ich doch, oder? Ja, passt. Die sind doch da, oder?
Ja, das eine war noch im Dingens drin. So. Also und du bastelst jetzt die ganzen Schablonen da gerade, oder was? Ja, ich habe jetzt nochmal eine Axt gemacht. Ich wollte mir halt jetzt nochmal eine Axt zusammenbasteln. Mhm. Weil ich muss ja noch Bäume fällen. Damit wir den Mörtel eingeschmolzen kriegen für die bekackten. Für den bekackten Hochofen. Wenn du YouTube-freundlicher sprechen. Nein. Du Schleim. Okay. Wenn du da unten am Runtergraben bist, ne? Ich bin da gerade gar nicht am Runter. Ja, ich hab dich gerade schon gesehen. Was denn? Ja, ich habe mich erschrocken. So. Aber wenn ich da am Runtergraben angenommen. Und du Lava finden solltest. Oha, ich habe ein Mörder-Skelett gefunden. Ja, das hat mich vorhin kaputt gemacht. Ein Ultra-Skelett. Das ist so ultra. Das ist so ultra. Das penetriert dein After. Ja, genau. Du wolltest das so YouTube-freundlicher haben. Ich wollte, dass du YouTube-freundlicher bist. Ach so. YouTube-freundlicher. Etzala. Lustig, Lustlord, Lustlord, Etzala. Bald ist die Unau-Drache da, bald ist die Unau-Drache da. Alter. Ey, krass, hier ist voller Sprungbrett für, um ins Wasser zu springen. Ach, ja, kack. Aber das Viech, das... Lebt das noch? Ja, das lebt noch. Das... Aber du hast meinen ganzen Scheiß. Nein, ach, bist du gestorben gerade? Nee, das stand dann nur so, dass ich erschossen wurde. Das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe das gerade so in den Chat geschrieben. Dachte ich mir. Ne, das habe ich gar nicht gesehen und ich habe auch dein Zeug nicht. Hä? Wer hat das denn dann? Wo bin ich denn gestorben? Im Wasser, das liegt. Also ich sehe deine EP da rumfliegen. Mehr aber auch nicht. Ich würde mich halt gerade nur ein bisschen regenerieren. Hä? Bevor ich den Kampf weiter aufnehme mit dem garstigen Skelett. Ich mach das jetzt fertig, da kenne ich gar nichts. Das geht hier eigentlich gar nichts an. Kein Pardon, ey. Da flog sie, oh Pardon, auf dem Besen, steht davon, geradeaus, sieh was aus. Tja. Hast du jetzt alles gekriegt, was gab's denn Schönes? Weiß ich nicht, ich muss jetzt erstmal an Land. Achso. Emerald Shard. Oh, eine Diamantsense. Krass. Genau, Sensen kann man auch bauen, die machen AOE-Schaden. Getreide kaputt. Es gibt auch Kampfsensen. So. Die machen dann Flächenschaden. Ich konnte Leute nicht verstehen, die ihren fiktiven Charakteren Sensen zum Kämpfen gegeben haben. Warum? Ich finde das ziemlich cool. Ich finde es ziemlich traurig. Warum? Das ist irgendwie ein Zeichen von Armut, wenn du kannst haben, muss. Ach so. Bauern vorbehalten sein. So kann man das natürlich auch sehen. Andererseits, wenn du eine Diamantsense hast, dann hast du auch ein deutliches Problem mit deinem Ego. Meinst du? Bitte? Meinst du? Ja, mein ich schon. Ich wäre mir doch gar nicht so sicher. So. Ich habe jetzt ganz viel Holz geholt. Damit wir jetzt ganz viel Holzkohle machen können. Die Birkensetzlinge werden dann mal verbrannt, ne? Ja, aber pflanze mal ein paar, sonst müssen wir bald wieder 10 Tage laufen, müssen wir mal einen Ast sehen. Ich habe schon welche mit Knochenmehl wieder hochwachsen lassen, damit wir gleich wieder neue Setzlinge haben. Das ist alles im Rahmen. Oh, ich muss morgen erst um 4:30 arbeiten, ist das nicht schön? Ja. Also, nachmittags. Ja, sonst wäre es nicht so schön. Nicht? Nee, nee. Aber 6 Uhr reicht mir eigentlich sonst. So, ich baue jetzt mal hier so einen kleinen Weg zur Seite und da baue ich dann einen großen Raum hin, wo wir dann den Ofen reinstellen. Ey. Hm. Was denn? Stellst du auch immer, guckst du auch immer schön, ob deine Kinder myofunktionelle Störungen haben. Was für Dinge? Myofunktionelle Störungen. Was sind das? Ja, so schlaffe Muskel. Tonus im Gesicht und so was. Nee, eigentlich nicht. Wie ist das wichtig? Das musst du gucken auf jeden Fall, weil sonst haben die später richtig Probleme. Zum Beispiel, dann können die nicht schlucken und drücken beim Schlucken immer die Zunge von innen gegen die Zähne und beim Schlucken wird
werden Kräfte von 1 bis 2 Kilo in Gang gesetzt. Das heißt, wenn man täglich 1000 bis 2000 Mal schluckt. Ja, ist das eher ungut. Dann kriegst du 4 Tonnen pro Tag auf deine Zähne und dann schlüpfen die sich nach außen. Das sieht echt eklig aus. Ich habe da heute Bilder von gesehen, das ist echt nicht schön. Ja. Deshalb solltest du da schon drauf achten. Aber das musst du doch eigentlich lernen, deine Ausbildung zum Erzieher, oder? Ich meine, ja, ich habe doch erst angefangen, ich bin doch noch nicht so weit. Ja, was bist du denn für ein... Nee, aber da, da lernst du ja eigentlich schon, wie ein physiologisches Kind aussieht. Ich meine, dass es so 2 Augen hat. Und, so. Und da habt ihr ein Lied zu, ne? Ja. Das lernt ihr in der Ausbildung, ne? Singen? Nein, gerade nicht. Für deine beiden Fans. Schon schön genug, dass... immer noch auf Kamera auch drauf ist, wie ich mir gerade voll ein Abgeier. Wie ging das? Ich habe einen dicken, runden Bauch. Ich habe Hände sogar 2. Hab ich auch. Ich habe Hände sogar 2 und auch Haare mehr als 3. Ich habe einen runden Bauch und eine Nase habe ich auch. Ah ja, schön. So werden wir jetzt hier von heute ausgebildet. Geil. Du wirfst jetzt voll das schlechte Licht auf diesen wunderschönen Beruf. Du hättest antworten müssen, nein, du wirfst ein schlechtes Licht auf diesen Beruf. Ich denke, das kann ich mir eigentlich sparen, das sollte klar sein. So, ich mache mir jetzt aus Frust eine Eisenspitzhake. Spitzharke. Und dann kann ich hier auch die ganze Kacke da unten abbauen. Okay. Hast du irgendwas zu essen, hör mal? Ich habe noch 3 Fleisch. Ja. Ah! Wir sollten vielleicht mal Getreide oder so anbauen. Ja, ich habe doch schon Getreide geanbaut. Geanbaut? Ist das ein Hochofen? Nein, den baue ich da hinten gerade. Wo hinten? Der in dem Raum nebenan. Im Raum nebenan? Ja. Hä? Hier, guck mal, ich habe doch hier so einen Weg rüber gemacht. Du meinst das Lied über mich, das ist aber von Volker Rosin. Beziehungsweise der singt das auch. Was ist das? Sagt der Volker Rosin, der singt das auch, das Lied über mich. Über den dicken, runden Bauch. Ja. So, das heißt Lied über mich. Das Lied über mich, ja. Ist das eigentlich in der Schule oder in der Ausbildung oder im Kindergarten gelernt? Was? Das Lied über mich? Ja. Da habe ich tatsächlich erst in der Ausbildung kennengelernt. Aber die Hälfte der Leute kannte das schon. Aber es kann auch daran liegen, dass die alle mit Geschwistern aufgewachsen sind und ich nicht. Also mit jüngeren Geschwistern. Auch mit einem Geschwister. Ja, aber mit einem älteren Geschwister. Meine Schwester kennt das bestimmt auch nicht. Ja, deswegen ja. Wie? Die ist doch mit einem jüngeren Geschwister aufgewachsen. Ja, aber wenn du das nicht kennst, dann wird sie das wohl auch nicht kennen dann, oder? Selbst mit dieser Begründung. Ja, aber du hast das ja gerade so begründet, dass ich das nicht kennen würde, weil ich ein älteres Geschwister habe und kein jüngeres. Aber meine Schwester hat ja folgerichtig ein jüngeres Geschwister und kennt es auch ja, nicht. Ja, aber das ist die falsche Generation. Aber alle deine Argumente ziehen nicht. Ich werde es auch niemals tun, gewöhne ich dran. Wir müssen gleich mal einen Cut machen, damit du das gut für die Folge cutten kannst und gerne rauchen kannst. Achso. Ich glaube, da schließe ich mich dann auch an bei dem Rauchen. Nee, okay. Du hast doch jetzt 3 Wochen lang nicht geraucht. Ich habe 3 Wochen nichts getrunken. Von 3 Wochen nicht geraucht hat keiner was gesagt. Wahrscheinlich bist du die ganze Zeit so rauchen. Ich muss am Verrecken jetzt. Ja, ich rauche ja nur noch, wenn ich trinke. Ich meine, seitdem bin ich Alkoholiker. Wofür bin ich die Fackel da wieder hingesetzt, wenn ich die Wand jetzt eh wieder wegmache, wo ich die Fackel... Bitte! Ich habe irgend so eine weiße Kacke gefunden. Marble Cobblestone, schön. So. So, Katja, ich überlege gerade, ob ich die Facecam dann auch mal ausmache. Warum? Damit man dich nicht beim Rauchen sieht. Damit man mich generell nicht sieht. Ja, das wäre vielleicht auch. Das ist eigentlich ganz schön, ne? Jo, jetzt ist diese super Spitzhacke kaputt gegangen. Ja, dann gehst du die reparieren. Nee, du gehst die reparieren. Traust du nicht alleine? Nee, ich habe jetzt gerade echt keinen Bock. Ach so. Gut. Quatsch, ich nehme jetzt erstmal die Eisen.
Und da kann man dann. Was ist das da? Oh, ich habe Kies gefunden. Oh, schön. Glaube ich, ja. Ich habe einen Durchbruch zu einem von deinem gegrabenen Kack gemacht. So einen gegrabenen Kack? Ja, du hast da irgendeinen Mist das da gemacht und. Hä? Da habe ich jetzt reingegraben. Aha. Wir brauchen diesen Ofen, weil diese scheiß Steinspitzhacken, die halten halt einfach nichts, ne? Man braucht zwar nur einen Cobblestone, um die wieder zu reparieren und wieder voll zu haben. Was einfach oder mal kann man auch gar nicht so viel mit denen abbauen. Ja, ja es geht. Also ich glaube, so ja wie eine normale Steinspitzhacke, denke ich mal. Ne? Ich weiß es jetzt nicht. Könnte auch ein bisschen weniger sein, ist aber eigentlich auch relativ egal, weil ich finde das Preis-Leistungs-Verhältnis eigentlich sehr gut. Ja, weil du halt für einen Cobblestone hast du ja schon eine komplett neue Spitzhacke quasi. Ja. Wenn man so drüber nachdenkt, ist das ja gar nicht so viel. So, das mache ich wieder an diesem Birkenteil. Am Basteltisch oder woran? Was wolltest du denn machen? Reparieren. An dem dunklen. An dem Werkzeugstation. Hm? Da schmeißt du dann einfach die Spitzhacke rein mit dem Cobblestone und dann... Ist halt wieder schön. Noch Eisen gefunden. Wie sieht eigentlich hier mit der Holzkohle aus? Das ist ja richtig schön hier. Ja, ne? Krass, das funktioniert schon wieder nicht. Ui. Müssen wir echt mal gucken, ne? Überleg mal, wir sind nachher in so einem Battle Tower drin und dann fliegst du da dreimal raus. Da kann man ja auch voll die krassen Schwerter machen. So ein Breitschwert. Langschwert, Rundschwert. Ein Dolch, ein Rapier, ein Langschwert, ein Breitschwert. Mit Rapier habe ich schon gesehen, ja. So, ich würde sagen, wir machen mal einen Cut. Wolltest du jetzt einen Cut machen, ja? Ja, was meinst du denn? Soll ich dann nur... Also meinst du, ich soll die Facecam mal ausschalten? Ja, ne? Ist eigentlich... Ja. Hummer pinkeln sich gegenseitig ins Gesicht, um miteinander zu flirten. Ja, ist aber schön für die Hummer. Machen das Menschen nicht? Das ist ja schon mal klar, warum ich Single bin, so. Okay, Leute, bis zum nächsten Mal. Wir nehmen gleich weiter auf. Tschö. Das war das Stichwort.